Willkommen zurück zu einem neuen Part von Mario Luigi Superstar Saga. Im letzten Part sind wir stehen geblieben vor diesem Schloss Bonia und da unten die Stadt wurde mal wieder zerstört von Luke Miller und Co. Nachdem wir ihr diese Fakes-Nummer mit der Peach aufgedreht haben. Und ich habe übrigens neue Profilbilder, aber die habe ich nicht selbst unbedingt ausgesucht, weil ich finde die ziemlich dumm. Aber ich habe eine Twitter-Abstimmung gemacht, was für Bilder ihr am ehesten euch wünschen würdet und es kam raus, dass ihr am ersten die Verwirrten wollt. Und naja, da habe ich mir gedacht, wenn ihr es wollt, dann mach ich's halt, aber ich finde, die sehen ziemlich dumm aus. So, was geht hier ab? Oh nein, Mario Luigi, eine Katastrophe. Bohnenland steht vor dem Untergang. Bowsers Festung greift uns aus der Luft an. Oh yeah. Ist nicht so gut. Ne? Luigi hat wirklich Angst. Was ist denn das Vergeltungsschlag? Bei Luftangriffen sind wir völlig hilflos. Der Hofstadt von Prinzessin Peach wurde wohlbehalten gegen Little Toadtown evakuiert. Gut, Prinzessin Peach ist in Sicherheit. Aber Bowsers Festung entroht uns immer noch. Was? In Bowsers Festung kennst du den Weg? In Bowsers Zimmer bist du still, Nördchen? Ach so, stimmt. Du befreist immer tausendmal Peach dort, ne? Oh yeah. Ja. Ah ja, klar, ihr seid Experten für die Festung, ja. Wenn ihr meint, natürlich ist das sicher eine geile Lösung. Oh yeah, und Luigi ist in Norway. Nein, in nationalen Angelegenheiten können wir nicht immer Mario und Luigi in Anspruch nehmen. Mag sein, jedoch. Und dann hier. Hey Mami, wo gehst du hin? Doch nicht etwa allein zu Bowser. Eure Majestät, sollten wir nicht auch etwas unternehmen? Stimmt, es gibt nichts hier zu warten, was als nächstes kommt. Gehen wir mal da rein. Ob wir etwa mit dem was besprechen müssen. Weiß ich ja nicht. Wenn die Bowsers-Festung angreift, dann haben wir alle noch Hoffnung auf ein gutes Ende der Geschichte. Das ist nur ein Gedanke, aber gab es dann hier irgendwo diese Flugdings? Wenn ich jünger wäre, würde ich seine Füße packen und den Prinzen hinterher fliegen. Aber es bringt nichts hier nur fabulieren. Ja, jetzt wird es nämlich krass abgehen, weil wir gehen zu Bowsers Festung, nämlich wirklich. Jetzt hat er schon uns, also wie schon so einen Tipp gegeben mit diesem Flug, den so. Ich bin gerade überlegen, ob wir nochmal neue Kleidung kaufen können, ob sie das jetzt nochmal nach der Szene da erneuert haben, Kleidung. Ich weiß es nicht, es kann sein, aber ich glaube eigentlich nicht. Schauen wir mal nach, trotzdem sicher ist sicher. Dann geht's in Bowsers Festung, würde ich sagen. Das ist schon cool, aber auch spannend. Ja, den Shop brauchen wir nicht, wir brauchen den Item Shop. Das ist genau auf der linken Seite, war ja klar, dass wir wieder auf der falschen sind. Das ist doch so typisch. Wir müssen nämlich hier runter. Hier irgendwo ist, ja genau, da ist der Item Shop. Mal sehen, ob es doch nochmal was Neues gibt. Wäre crazy, aber könnte nicht was sein. Ne, es gibt nichts mehr Neues. Wir haben sozusagen die finale Rüstung. Oh yeah. Dann schauen wir mal natürlich jetzt, was da abgeht. Mit Flugdings, warte, wo war nochmal diese Röhren Stage? Da unten, da unten. Nee. Da war das nicht. Wo war dieses Röhrenteil? Das Röhrenhaus, da ist ja eine davon der Warp-Röhre. Da müssen wir hin, weil ich weiß schon, was sie meinen mit Flugdings. Ich kenne ja das Spiel schon, deswegen weiß ich schon, wo wir hin müssen. Da war das Warp-Röhrenhaus. Und wir müssen jetzt, wo ist das? Na, gute Frage, wo ist denn das? Gehen wir mal zum Sternschnuppenfeld. Ich glaube nämlich, von da aus könnte ich den Weg wissen. Ja, hier war unser Anfang des Abenteuers, wisst ihr noch? Wo Bowser hier abgestürzt ist und wir ihn dann durch Geld befreien mussten und dann war der Gegner trotzdem böse. Hallo, das da oben haben wir noch gar nicht. Kommen wir gar nicht hoch. Oh, nicht solche Nubi-Dubi-Gegner. Die können ja wirklich gar nichts mehr. Doch, klar können wir gleich hoch. So. Das wird wahrscheinlich aber voll der Schrott sein, oder? Ah, Münzen, glaube ich nicht. So, ja. Wo geht's hier raus? Weil wir müssen nämlich... Ich glaube, hier war das ja. In einem ganz bestimmten Ort.
hier hin. Genau. Toad Town, oder wie heißt die Gegend? Grimselberg, irgendwie so ähnlich. Auf jeden Fall müssen wir zu diesem Flugsaurus gehen. Den meinst du nämlich mit festhalten, oder? Weil an dem müssen wir uns festhalten, um zu Bozes Festung fliegen zu können. Aber wo ist er denn? Da ist er. Hallo. Jetzt kommt das Festung auf Grönland an. Und Mamek hat sich noch gewöhnt. Was denn gemacht? Verstehe, die Lage ist jetzt ziemlich ernst. Gut, haltet euch an mir fest. Wir fliegen zu Bozes Festung. Bereit zum Abflug? Jo. Denn jetzt geht's zu Bozes Festung und es ist kein Geheimnis, dass das Finale des Spiels ist. Oh yeah. Richtig epic. Hier sind wir im Finale. Ich warte hier, wenn ihr zurückfliegen wollt, sprech mich einfach ein. Oh yeah, jetzt geht's ab. Weil im Finale ist natürlich immer hart und ich glaube, da geht's rein. Also, mit der Grafik hättest du eine Bohne, glaube ich, ja. Ich bin schon gehypt, muss ich zugeben, tatsächlich. Aber ich glaube, es wird auch nicht leicht, weil ich eben nicht so gut gelevelt bin, könnte das tatsächlich nicht so leicht werden hier. Wir sind jetzt in, ja, Bowsers Festung. Eingang. Logisch. Oh shit, das wird krass. Hier. Mal sehen. Da ist gleich ein rotes Tor, okay. Gehen wir mal durch. Oh. Lokmella, Herren, Mario und Luigi greifen die Festung an. Als ob es die Raubkrepierer des hier erschaffen werden. Warum ist gut? Ihr seid dran. Und ja, genau. Bowser probiert geschickt die Cooperlinge in die 7 los. Und das ist auch eine richtig coole Sache, finde ich, dass sie die Cooperlinge losschickt. Oh, nö. Wir kriegen den Hinterhalt. Ihr müsst euch wissen, die Gegner hier sind richtig klasse Dudes. Hier ist ein Doppelsniffet, ein Hammerbro und noch einer. Und die sind echt hart hier, die Gegner. Also da muss man wirklich extrem aufpassen, weil die abgeht. Luigi kriegt jetzt übelst wahrscheinlich aufs Maul. Oh, ihr seht schon, die gehen richtig ab. Wenn ich nicht weniger Attacken schnell lerne, dann könnte es ganz schnell düster enden für uns. Alter, nicht mal Mario kriegt einen von denen down, das ist heftig. Wir müssen einfach gut abblocken, weil... Ich hab gesehen, 30 mit einem Hammer, das ist heftig. Boah, und bei Luigi auch 28. Ja, da werden wir die Heil-Items definitiv benötigen in der Festung, um zu bestehen. Aber ihr seht auch gute Erfahrung. Da geht's noch nicht rüber, ne, aber da ist so ein Sniffet. Okay, was geht hier ab? Ja, genau, die Buhus. Sehr eklige Gegner, kann man nur sagen. Ist ein schlimmer Gegner, kann ich sagen. Und warum kriegt die ganze Luigi einen Hinterhalt? Das ist nicht gut. Und die haben wirklich ein Sniper. Ernsthaft. Ah, oh, nein, Luigi. Oh, oh, wir kriegen richtig aufs Maul. Scheiße. Oh. Alter. Das ist so heftig hier. Was hier abgeht, ist nicht so... Mit dem ist nicht zu spaßen, Alter. 20, ja, ultra gut reicht. Und Luigi, würde ich sagen, führt jetzt so eine Brust-Attacke aus auf den Sniper. So, der Sniper ist weg. Aber der Buhu ist nicht witzig. Ich hab doch den Hammer gehoben. Warum tust du dich so schwer, Luigi? Du bist so ein Schwächling. Natürlich reicht ein Angriff nicht aus, dann müssen wir Mario jetzt auch heilen. Ich sehe schon, ich glaube, ich muss nochmal offscreen ein bisschen grinden, die sind hier richtig overpowered, die Gegner. Ich bin doch gesprungen, habt ihr doch eindeutig auch gesehen, oder? Dass ich voll keine gesprungen bin. So ein Wildflug. Ey, da geht da mal irgendeiner da auf. Ja, komm, der macht Cheatcodes, der Buhu, Alter. Ich kann springen, wann ich will, der cheatet einfach sein Leben durch. Also die Buhus, die lassen wir lieber stehen, vor allem weil die malige Erfahrung geben für das, dass sie so assi sind. Die sind ätzende Spackos, mit denen man sich nicht länger aufhalten sollte. Die Buhus sind nur Last. Oh shit. Sniffits hingegen nicht, die geben gute Erfahrung, habt ihr gesehen. Okay, aber wenigstens kein Hinterhalt. Stell dich mal vor, es gibt doch ohne Hinterhalt.
Ja, gehen wir auf die Sniffles. Ich glaube, wir haben mehr drauf. Der Hammerbro. Der Hammerbro geht mehr. Nicht so ab, würde ich sagen. Ich meine, das ist eine reine Timing-Sache gegen den. Aber der geht schon mehr ab. Vor allem, weil ihr seht, er macht diese typische eklige Fähigkeit davon am Boden sitzen. Und deswegen einfach nur heftig. Und wir kriegen auch keinen Level-Up. Wann kriegen wir wieder einen Level-Up eigentlich? Das dauert immer noch ewig. Wir sind komplett schlecht gelevelt. Nein. Huhus, bleib weg. Okay, Bock ist eine Zeitverschwendung. Also ich werde, denke ich, offscreen ein bisschen leveln und ich werde auch diese eine Attacke holen. Ich habe noch vergessen, die Attacke für Luigi da zu holen, die eine. Bleib weg, Huhu. Weil er hat ja auch noch eine vierte Attacke, weil er wundert euch bestimmt, warum Mario die eine mehr hat. Wir haben ja die mal aus dem Blockload rausgeholt. Okay, kann man doch wieder einsetzen, weil diese Mauern da oben, diese Bowser sollen verhindern diesen Drehsprung. Aber beim letzten Mal geht es dann doch wieder. Ich habe schon gefragt, wie es rüberkommen soll. Und da ist ein Speicherpoint. Zu Iggys Zimmer. Okay, Iggys Zimmer. Hm. Wir werden ja dann sehen, was da abgeht. Da ist er. Was hat er denn drauf? Ja, wir machen ein Spielchen und tanzen uns herum. What the fuck, what the fuck? Das ist viel zu schnell. Und jetzt haben wir unser Übel zurecht, weil jetzt haben wir wieder was verliert. Der Clou an der Geschichte ist, jetzt haben wir eine verkehrte Steuerung. Wenn wir nach oben drücken, gehen wir nach unten und wenn wir nach unten gehen, nach oben, nach links, nach rechts und rechts, nach links. Ja. Das geht eigentlich voll klar, die Steuerung, aber trotzdem muss man sich unterschätzen. Weil wenn dann diese Flammen berühren, dann muss man unten nach vorne. Aber die Steuerung geht eigentlich klar. Aber das ist cool gemacht, weil jeder der Koopaling hat einen sein eigenes Spielchen noch. Und deswegen. Iggy ist der erste, das ist ungewohnt. Eigentlich ist es immer Larry, aber in dem Fall ist Iggy. Machen wir mal die Flammenbrüder auf den, oder? Würde ich sagen. Flammenbrüder Power! Gib dein Bestes. Oh yeah. Ein Feuerball kriegen wir noch auf den Kopf. Und jetzt lassen wir uns verkochen. Oh yeah, das war guter Damage. Nice. Nice. Das war gut, der Konter. Weil manchmal ist es nicht so leicht zu kontern, aber das Game ist voll gut klar. Okay, Hauptspiel. Ich kann euch zumindest mal sagen, dass hier im Finale nochmal richtig die Post abgeht. Also hier werden jetzt Kämpfe kommen, ein nach dem anderen. So, Hacke Brüder. Oh yeah. Und da. 800 Erfahrungspunkte und ein Max-Kitz, nicht schlecht. Iggy haben wir schon mal besiegt. Ja, man kann jetzt den ganzen Weg zurückgehen, wenn man will, oder man kann einfach hier durch dieses blaue Portal und ist gleich draußen. Das ist viel praktischer. Es sei denn, man hat halt auf dem Weg was vergessen. So, da ist ein Sniffit. Gegen den werden wir auch kämpfen. Solange wir keinen Hinterhalt hier passieren. Blattspüler. Geht klar, oder? Wobei die Sniffits sogar ohne Down gehen, ohne die Ross-Attacken, stimmt, das war eigentlich Verschwendung schon fast. Oh Gott. Dieser Attack ist so fies. Weil ich weiß halt nicht, wie schnell die immer schießen, diese Art Lachs. Nee, warte, den müssen wir mit einer Ross-Attacke besiegen, vor allem mal nicht zu langsam, dass ich will nicht riskieren, einen Hammer zu kriegen. Ja, Brennert ist auf jeden Fall keine schlechte Erfahrung. Sollten wir nicht vielleicht... Doch, ich glaube, wir sollten, oder? Wir haben Doppelbörse angelegt, ne? Auf die Scheiße, wir brauchen jetzt mehr Kraft, deswegen... Bonusring. Was mir gerade so aufgefallen ist, nämlich... Weil wir haben ja schon die Endausrüstung und da hoch kommen wir nicht, ne? Das heißt, wir müssen hier rein. Was geht denn hier ab? Ah, erstmal den Bonus. Nehmen wir natürlich mit. Dann einen Sniffet. Ja, gut, der nicht wieder Luigi geowned wird. Okay, die geht klar. Wir müssen dann jetzt einmal ausweichen. Ah,
selbst wenn sie so weit wegstehen, bin ich zu dumm für, das ist krass. Und ziemlich ganz so viel ab, die hier ist relativ klar. Der, was kommt denn aus? Oh cool, die machen erst klar. Besser als gar nichts. Weil ich glaube, die kamen jetzt beim Vieh. Dann haben sie halt noch ordentlich was aus, aber machen wir eigentlich mal. Die zaubern. Angriffserhöhung. Das ist nicht lustig. Alter Schwede, Angriff erhöhen. Nicht geil. Die Speed hat er sich erhöht. Das ist das Tempo, was der sich erhöht hat. Oh Gott. Das sah aber so aus wie Angriff, deswegen. Okay, Mario, heilen wir mal kurz eine Runde. Wir heilen beide einfach voll. Weil man weiß nie, was für ein Kampf bevorsteht als nächster. Ich gehe dann auch aufs Gym wieder Sachen und frisch kaufen. Ah, nein, Luigi. Luigi hat kassiert. Dann schalten wir... ja, wir können ja nur uns nicht ausschalten. Hammer Bro hält sich aus. Ja, jetzt kassiert Luigi leider. Ah, ich glaube, wenn er ihm auf den Kopf haut, kommt was Schnelles raus. Und wenn er irgendwie gegen den Rücken haut, dann nur so eine langsame Kugel. Das ist nicht aus, glaube ich. Ja, doch. Das ist auch, glaube ich, seine Taktik. Aber sie geben auch gute Erfahrung hier, die sind. Ja, man, Mario mit dem Erstangriff ist viel. Ja, vor allem, der wird ausgeschalten und man muss nur halt jetzt einmal skillen. Haut ihn auf den Kopf, also schnell. Ach Gott. Ich glaube, das sind eine der schwerst ausweichenden Gegner, die es gibt. Ich kann mich fast nicht so aus. So, okay, dann machen wir einfach bei jedem eine Bros-Attacke, weil dann hat sich das Thema gegessen. Würde ich sagen, da müssen wir uns jetzt nicht groß Gedanken machen, um irgendwelche Attacken ausweichen zu können. Na, easy win, außen bringen wir mehr Erfahrung. Was für ein Level-Up eigentlich, Mario? Ein relativ gutes Level-Up, also vor allem wegen den zwei Vierern. Das können wir erhöhen. Angriff ist entscheidend, um so in solchen Situationen. Um 5. Ah, Luigi hat noch nicht sein Level-Up. Das war knapp, erst Angriff. Fast hätte Luigi kassiert. Gehen wir jetzt. Taktischerweise müssen wir leider auch ganz gut mitnehmen. Ich meine, Luigi ist sowieso zu langsam für jeden Gegner. Das ist aber typisch Luigi. Ah. Aber naja. Na, ich dachte, der Erstangriff hat gereicht. Machen wir es so. Ich will den mit einer Brust-Attacke killen. Und dann den oberen mit einem stinknormalen Sprung von Luigi. Das dürfte sich ausgehen. Ja. Und jetzt kriegt Luigi sein Level. Ja, nicht ganz so gutes Level-Up, aber es geht trotzdem klar. Ja, hören wir ihn verteidigen, er ist der Tank. Ja, 2. Wir wissen ja, Luigi ist einfach ein Pechvogel. Okay, was erwartet uns hier? Ich dachte, wir würden jetzt ins nächste Zimmer von einem der Kuppelinge kommen, aber nee, scheinbar nicht. Hier muss gleich nochmal den, der untere ist, den Knopf von den dritten. Immer vom unteren den Knopf drücken. Und dann ist es eigentlich auch ein Schnell gemacht. Oh, wobei, ich glaube, wir sind sogar in dem Zimmer von jemandem. Oh, guck mal den. Ja, sieht so aus, oder? Der Speicherpunkt dort ist. Nämlich Mortens Zimmer. Ah, Morten. Der Typ ist eigentlich ganz cool. Und ist der einzige der 7 Kuppelinge, der keine gelbe Haut hat, sondern so graue. Ja, grau. So. Oh, okay, ein Tischbietchen. Wir müssen über seine Wellen springen. Das ist eigentlich einer der leichtesten, finde ich, weil er ist recht schnell da. Und jetzt kriegt er auf. Oh, shit, ich hab vergessen, mich zu heilen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Heilung vorgehen lassen. Ne, ich mach mal Klatsch oder ich geh gleich wirklich ab. Wobei ich mit Luigi wahrscheinlich heilen werde. Ne? Oder ja, komm, wir heilen mit Luigi. Wir wollen jetzt lieber sicher gehen. Heilen wir unseren Tank mal. Genau, 99 Leben. Jetzt macht er. Oh Gott! Mario instant death.
das ist heftig. Ja, ja, das geht hier ab. Mario wiederbeleben mit vollen KP, bitte. Okay, weiter geht's. Diese Schallwellen sind ganz heftige Dinge. Hey, Mario kassiert voll schnell und hart, Alter. Das ist heftig, bitte. Luigi wird hier wahrscheinlich den Denkspieler wieder verteilen muss. Mario darf halt nicht sterben, ne? Weil die Corona-Pilze sind nicht gerade leicht zu kriegen. Vor allem die DX. Vielleicht auch einfach mal mit mehr Skill an die Sache hier rangehen. Genauso, weil jetzt kann ich mit beiden angreifen. Aber Mario ist angekommen. Gereicht. 800 Erfahrung. Morton ist down. Yeah, hier geht's weiter. Aber ich würde sagen, dann im nächsten Part. Also bleibt dran, ihr seht, es ist spannend. Wir sind hier im Finale und die Gegner sind eigentlich ohne. Also wenn euch der Part gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen hoch da lassen und mich damit sozusagen unterstützen. Und dann unbedingt nächstes Mal wieder einschalten, wenn es hier weitergeht mit Bowser-Festung. Oder sollte ich sagen, Bowser-Villas-Festung. Also bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao, euer Andy Gamer.